Hallo liebe Comic-Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und auf dieses Video geklickt habt. Wenn ihr schon am Klicken seid, vergesst den Abo-Button nicht und die kleine Glocke. Genau. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review. Das heißt, das ganze Vorgeplänkel war jetzt für den Arsch? Genau. Na toll. Wir sind heute bei Trees Band 1, ein Feind. Ein Rezensionsexemplar aus dem Großkult-Verlag von Jason Howard, Warren Ellis, Genre, Horror, Mystery, Sci-Fi, 168 Seiten in Farbe, Hardcover, 25 Euro. Michael, wenn in den Schatten der Bäume die Albträume lauern. In der nahen Zukunft bewegt sich das Weltgeschehen in den Schatten der Bäume. In China erreicht ein junger Maler die spezielle Kulturzone einer Stadt unter Bäumen. In Italien trifft eine junge Frau mit Verbindungen zu einer faschistischen Gang auf einen alten Mann, der sie schreckliche Fertigkeiten lehren will. In Svalbard entdeckt ein Forschungsteam unerwartet, dass die Bäume nicht friedvoll schlummern, sondern eine furchtbare Bedrohung für die Menschheit bedeuten. Vor 10 Jahren sind sie gelandet, überall auf der Welt. Tatenlos standen sie auf der Erdoberfläche wie Bäume. Stumm verharrten sie in ihrer allumfassenden, erdrückenden Präsenz. Vor 10 Jahren lernten wir, dass intelligentes Leben in den Weiten des Universums tatsächlich existiert. Doch sie sahen die Menschen weder als lebendig noch als intelligent an. Michael, ich habe über den Comic viel seltsames Schlechtes gehört. Aha. Die Leute fanden, also viele Leute finden den ersten Band sehr verwirrend und schlecht. Mhm. Was für mich natürlich gleich noch ein Grund mehr war, ihn mir vorzusetzen. Den zu ordern halt. Ja, und gerade auch dir vorzusetzen oder uns beiden, weil wir manchmal andere Geschmacksknospen haben wie der Großteil der Menschheit, habe ich so das Gefühl. Mhm. Michael, wie war's für dich? Fangen wir mal beim Stil an. Ja, bitte. Ich persönlich mag den sehr. Ja. Diesen Zeichenstil. Diese feinlinige Art. Ja, es hat so ein bisschen dieses Notebook gescribbelt, also dieses Notizbuch gekritzelt irgendwie. Ein bisschen, diesen, ja. Diesen Stil irgendwie. Ja. Das finde ich ganz schön. Vor allem schließen wir hier die Seiten und zeigen sie nicht den Leuten. Oh! Ganz lustig, ich unterbreche hier mal ganz kurz. Letztens habe ich eine Review geschnitten, wo ich tatsächlich dreimal nachgucken musste, warum er schon wieder die letzte Seite zeigt. Ja, weil ich einfach die schönen Bilder zeigen will. Michael hat immer, die letzte Seite ist sein Favorite. Ich muss immer echt aufpassen, wenn er sneaky-mäßig die letzte Seite reinwählt. ja. So, Scribble-Artbook technisch. Ja, aber hier hält sich's noch in Grenzen. Hier finde ich es noch, also hier ist es ein sehr angenehmer Stil. Okay. Im Vergleich zu am liebsten mag ich Monster. Okay. Da fand ich zwar, wie ich das damals im Katalog gesehen habe, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Aber wenn du das gelesen hast, dann gehen dir irgendwann die Augen über. Also okay. Mir persönlich. Okay, okay. Und das ist hier eben nicht. Also der Stil, der ist richtig trotzdem sehr aufgerollt. Ja, ja, es ist nicht überladen, ist sehr feine Linien, alles auch sehr fein gezeichnet. Und ja, es hält sich alles ziemlich aufgeräumt, ne? Ja. Auch wenn wir volle Bilder haben, ist trotzdem alles an seinem Platz irgendwie, so wie sich's gehört. Ne? Ja. Ja, Michael, die Story für dich. Wo hat es für dich angefangen, gut zu werden oder schlecht zu werden? Gab es da irgendwie? Nee. Mich hat es sehr an The Arrival erinnert, wo ja auch diese Raumschiffe landen und die dann quasi Kontakt aufnehmen. Nur, dass die keinen Kontakt aufnehmen halt. Nee, aber die Menschen versuchen dann was herauszufinden drüber. Richtig, und hat auf mich diesen gleichen Vibe. Okay. Und ich fand es bisher nicht schlecht. Ich fand es auch toll. Ich finde, also ja, ich kann verstehen, warum manche sagen, es ist ein bisschen abgedreht und verwirrend, weil du einfach diese verschiedenen Handlungsstränge hast, die nichts miteinander zu tun haben. Ja. Bis auf die Bäume. Richtig. Und jeder irgendwie seine eigene Story eigentlich wert ist, die aber nur so halb gar momentan irgendwie noch so verwoben sind. Ja. Oder erzählt werden und verwurschtelt werden. Aber ich meine, das ist Band 1 von... Also 3 sind bis jetzt angesagt. Also ich nehme an, wahrscheinlich noch mehr. Ja. Ich nehme an, das wird noch ordentlich oder es wird noch wieder zusammengefügt. Mhm. Aber ich finde es bisher super. Also mir gefällt es bisher. Also ich auch. Wir haben verschiedene Protagonisten, die uns vorgestellt werden. Eben zum Beispiel diesen Künstler aus China,
oder dieses, ich wollte schon sagen, Entdecker-Team, dieses Forscherteam in der Antarktis. Oder Spitzbergen ist es, glaube ich. Ja. Oder eben diesen afrikanischen Politiker, ne? Ja. Oder eben die, die junge Dame, die mit ihrem Leben nicht so recht weiß, was sie anfangen soll und eben auf diesen interessanten alten Mann stößt. Gute Frage. Und dann haben wir halt immer, und ich verstehe auch, wenn Leute dann sagen, ja, ich dachte, das ist so Alien-Weltraum-Action. Und dann haben wir eben immer wieder diese Präsenz, diese erdrückende Präsenz dieser Bäume oder dieser Art Raumschiffe, die halt eben da auf der Erde gelandet sind. Das hat schon auch ein geiles Bild. Ja, kannst du aber nicht zeigen. Hör auf. Das könnte ich so natürlich nicht zeigen. Na, freilich könnte man das zeigen. Alter. Da sieht man doch nichts. Hör auf, die Enten zu zeigen. Das sieht man doch nicht. Aber gut, ja. Was ich halt echt toll finde, wie du es auch schon sagst, sind die Geschichten der Leute halt, um die es halt einfach geht. Und die alle miteinander verwoben sind durch eben diese Präsenz dieser Alienschiffe. Mhm. Und das finde ich schon toll. Und es sind coole Geschichten, die gut erzählt werden. Wir haben hier verdammt krasse Charakterentwicklungen, die wirklich toll sind. Manche sind auch sehr drastisch. Und da frage ich mich schon, ja, wo soll es hinführen? Ne? Genau. Was mich vor allem sehr neugierig gestimmt hat, sagen wir mal so, war die Seite, die ich vorhin fast gezeigt hätte. In Verbindung mit dem Titel des zweiten Bandes. Ja, genau. Zwei Wälder. Ja. Bisher haben wir immer nur erlebt, wo eins und ein Ding steht. Ja. Aber wir erleben auch, was eins und ein Ding machen kann. Genau. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was dann auf einmal passiert, wenn sich da wirklich Wälder zusammentun. Wie gesagt, also Trees, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. War ein cooler Comic mit Charaktertiefe, schönen Entwicklungen. Also wer darauf Bock hat, ja, kann da gut zugreifen. Macht doch gleich wieder Bock auf Port of Earth. Ja, hat so auch so ein Port of Earth-Vibe. Ja. Kommt da irgendwann mal wieder was? Weiß ich nicht. Okay. Ich habe schon mal geschaut, aber da gab es noch nichts. Schade. Mal gucken. Na gut, wir sehen uns demnächst wieder bei einem neuen Review. Bis dahin, bleibt geht, bleibt nördlich. Geht in den Wald. Ciao. Geht in den Wald.